Was geht ab, meine Nafris? Mein Name ist Sophie und ich darf euch wieder herzlich begrüßen zu einem neuen Video. Und zwar ist heute einiges passiert. Und wir werden das durchsprechen und gegen Ende hin werden wir uns nochmal ein anderes Video reinziehen. Und zwar wieder ein Aufstieg- und Abstieg-Video von einem bestimmten Rapper, okay? So, was ist denn genau passiert? 2 Sekunden. Es fing damit an, dass wir ja seit circa, würde ich sagen, 1 bis 2 Wochen kaum noch was vom bösen Mann gehört haben. Okay, es ist sehr, sehr ruhig um die Person geworden. Und es gab natürlich viele, die sich fragen, was ist jetzt die Sache? Ist es die weiße Fahne, die gehissen wird? Ist es der Plan, der gerade geschmiedet wird? So, anhand der Aussagen, die Bösemann in seinem Video damals gebracht haben, würde man doch schon sagen, dass es definitiv das Zweite ist, dass man sagt, er plant irgendwas. Und jetzt ist es relativ offensichtlich geworden, denn es wurde etwas angekündigt. Und zwar, der böse Sound präsentiert dieses Aktenvermerk, was ja damals rumgegangen ist oder geschweige denn Thema gewesen ist vor circa ein bis zwei Monaten. Und dann Bösemann Farid Schmitz. Das Ganze wird wahrscheinlich eine musikalische Antwort sein auf den Diss-Track Technisches K.O. Und die nächste Aktion, über die wir reden, wird wahrscheinlich in Verbindung mit diesem angekündigten Release sein, dass man vielleicht in dem Musikvideo eine Trumpfkarte hat. Und zwar scheint Bösemann sich entschieden zu haben, und zwar hat sich Bösemann anscheinend entschieden, persönlich vor der Haustür von Farid Bang aufzukreuzen. Der Farid hatte circa vor 2 Stunden gepostet, dass er bei der Moschee ist, ne? Am Beten ist, es ist Ramadan, so der heilige Monat für jeden Muslimen, die Fastenzeit. Und daraufhin, ich glaube, die nächste Story war, wartet kurz, genau, hier, er schrieb, das erste Mal, glaube ich, dem Bösemann. Und zwar schrieb er, Bösemann hatte ihn mehrfach getaggt in den Stories. Guck mal, 22. April, 8. April, 22. Juni, 13. Januar. Und schrieb, ich bin da, komm du HS, warte jetzt 1 Stunde auf dich, bin bis 18 Uhr, beeil dich. Okay. Ich hätte gerne gesehen, was Bösemann zurückgeschrieben hat. Aber Farid hat natürlich, wir werden auch sehen, wie überhaupt Farid darauf gekommen ist, dass er am Ende des Tages Bösemann vor der Haustür gewesen ist, okay? Daraufhin hat Farid eine Story gemacht und uns aufgeklärt, was denn passiert sein soll. Schauen wir rein. So, meine lieben Freunde, ich bin gerade nach Hause gekommen. Ich war gerade eben in der Moschee, wie ihr in meiner Story sehen könnt. Aber hier hat gerade jemand Klingelmännchen gemacht. An dich, komm doch nochmal zurück. Komm doch nochmal zurück. Komm doch nochmal, ich stehe jetzt hier. Ich bin jetzt zu Hause. Komm nochmal. Ich war gerade in der Moschee. Ich bin da 100% ehrlich, ne? Dieses Klingelmännchen oder geschweige denn, das ist jetzt nicht nur auf Bösemann bezogen, sondern das haben ja auch andere schon gemacht. Das hat Farid selber gemacht, das hat Flair damals gemacht. Viele Leute haben das gemacht, ne? Viele Leute haben es gemacht. Ich schwöre, ich fand es kein einziges Mal cool. Nicht nur auf Bösemann jetzt bezogen, wirklich jetzt generell gesagt. Jeder Rapper, der meiner Meinung nach das schon so gemacht hat, fand ich nie vorbereitet. Hat das von meiner Aussicht an oder Ansicht nach so nach dem Motto gesagt, das ist krass. So, das ist heftig, dass du das jetzt gemacht hast. So, weil prinzipiell muss man einfach rein überlegen, die Person, die da hingeht zu der anderen Person vor die Haustür, die vorbereitet sich, die nimmt Leute mit, die ist eventuell sogar bewaffnet, so, und dann die andere Person. Wenn die Person zu Hause ist, so, machst du jetzt die Tür auf, wenn du vielleicht sogar das ein oder andere zu Hause hast, machst du die Tür auf und dann bam, bam, bam. Und dann, so, da liegt der eine da. So. Und dann ist er im Knast. Und was ist jetzt das große Ergebnis davon? Aber ich weiß jetzt nicht, in welchem Zeitfenster das passiert ist, wann Bösemann gekommen ist, ob Bösemann gekommen ist, als er gesehen hat, dass Farid am Beten ist. Oder ob es wirklich einfach nur wirklich war, dass er Farid gegenüberstehen wollte. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber prinzipiell ist es ja immer das, was jetzt am Ende des Tages passiert. Man sagt, komm jetzt, ne, man ist nicht da, man kommt dann nach Hause, man sagt, komm jetzt. So, wenn man dann die Probleme wirklich will, ne, dann fährt man ja nochmal dahin. Nur, jetzt weiß man, der andere ist vorbereitet. Versteht ihr? Jetzt weiß man, der andere weiß, dass man kommt und jetzt ist man selber, jetzt muss man selber darum fürchten zu sagen, ja, wer wartet denn da auf uns? Ey, hat der vielleicht eine Knarre? Hat der dies? Hat der Rest? Versteht ihr? Es funktioniert alles nur mit Überraschungsmoment und Social Media. Es ist halt am Ende des Tages prinzipiell alles immer für Social Media. Das ist aber nicht nur auf Bösemann jetzt bezogen, sondern auf allgemein diese Aktion, die man macht. Ich bin von sowas kein Fan. So. Aber schauen wir weiter. Könnt ihr in meiner Story sehen, aber ich bin jetzt extra schnell nach Hause gekommen. Komm vorbei. Ich warte auf dich, ja?
Komm, sei einmal ein Mann. Komm. Da hat er ihm das geschrieben. So. Ich warte auf dich. Ich warte auf dich. Ich stehe immer noch hier vor meiner Haustür. Es ist langsam kalt. Das Wetter ist nicht das Beste. Deswegen komm vorbei. Ich warte doch. Komm doch. Du bist doch gekommen. Du bist halb. So. Wartet. Das müsste doch schon länger gegangen sein. Das war eine Minute doch was Video. Ich stehe immer noch hier vor meiner Haustür. Es ist langsam kalt. Das Wetter ist nicht das Beste. Deswegen komm vorbei. Ich warte doch. Komm doch. Du bist doch gekommen. Du bist vor einer halben Stunde hier gewesen. Verrückt. Also Leute, ganz kurz. Vor einer halben Stunde war Bösemann hier und hat bei mir Klingelmännchen gemacht. Zu Hause. Und hat sich dabei gefilmt. Komm wieder zurück. Das ist nicht lange her. Ich bin nicht die ganze Zeit am Penetrieren über Social Media. Komm zurück. Aber nix da. Wolltest du Klingelmenschen machen oder wolltest du kommen? Sei doch ein Mann, ich stehe hier. Ich stehe schon seit einer Stunde hier. Es ist kalt, ich bin am Fasten. Ich will gleich was essen. Bitte komm. Bitte komm. Also. Ja, ich wusste, es ist so Butter bei der Fische. Wenn Bösemann weiß, Farid weiß, er kommt nicht. So. Das ist einfach so. Das ist wie so. Ja, nee, du willst, diese ganze Situation oder Aktion basiert auf den Überraschungsmoment, ne, dass du jemanden catcht, während er nicht weiß, dass du kommst. So. Nur habe ich mir halt einfach gedacht, bei Bösemann, was hat er sich von der, ich glaube, dass das Bösemann höchstwahrscheinlich für sein Musikvideo gemacht hat. Gehe ich mal stark davon aus. Ne, einfach für das Musikvideo, für den Track, den er machen wollte, um das Ganze zu filmen. So. Und er hat wahrscheinlich, weil das ist ja das Ding, die Frage hat sich aber gestellt, woher wusste zum Beispiel Farid überhaupt, dass der gekommen ist? Also woher weiß er das, ne? Weil bei den meisten, die machen den Klingelstreich oder die gehen halt, klingeln, keiner kommt raus, die filmen sich dabei und die gehen. So, aber wir werden auch gleich sehen, warum Farid überhaupt Bescheid wusste. Ich bin jetzt hier, ich warte hier. Komm vorbei, ich warte doch. Ich bin am Fasten, du machst Klingelmännchen, ich warte hier auf dich. Bitte komm, ich bin jetzt extra live, damit nicht irgendwelche Stories und der lügt und das und hier. Ich habe euch auch alle auf Überwachungskamera, das heißt, wir können die Zeit noch konstruieren. Merkt euch meine Story, wo ich eben in der Moschee war. Da war er da. Die wollen ihre Spielchen machen, aber komm, ich bin hier. Ich hab keine Angst vor dir. Komm zurück, sei ein Mann. Man merkt richtig, Farid hasst ihn tot, Digga. Da war ich auch noch richtig Lust darauf. Ja, okay, ich meine am Ende des Tages, glaube ich auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass er hier lügt, was es um diese Moschee geht. Weil es war 2 Stunden davor, so. Ich kann mir auch gut vorstellen, guck mal, am Ende des Tages glaube ich auch nicht, dass Bösemann da hingegangen ist, um Stress zu machen. Ich bin ehrlich. So, ich glaube nicht, dass er da hingegangen ist, um wirklich was zu machen. So, ich glaube einfach nur, dass Bösemann da hingegangen ist, das zu filmen, ne, dass er vor der Haustür war, um das in seinem Musikvideo zu verwenden, als Front. Ne, ihr kennt das so, ein bisschen amerikanische Mentalität, vor der Hood filmen von jemandem. Versteht ihr? Einfach vor der Hood filmen, so nach dem Motto, ich kann mich hier frei bewegen. So. Deswegen, ich glaube, das war schon teilweise so. Und darauf antwortet natürlich Farid auf die akkurate Art zu sagen, komm nochmal, wenn du es jetzt nicht für dein Musikvideo gemacht hast, wenn du es jetzt nicht für Social Media gemacht hast, komm nochmal ran. Komm jetzt nochmal ran. So. Sei ein Mann und komm zurück. Ich warte hier auf dich. Komm, beeil dich. Gleich ist Essenszeit. Nicht, dass er danach sagt, ich bin gekommen, da war der nicht da. Das ist nicht lange her, dass hier was. Ich bin seit einer Stunde, bin ich dir am Schreiben, überall. Social Media, komm zurück. Yalla. Ist gleich. So, und dann die Tatsache, Farid Bang hat Überwachungskameras, meine Damen und Herren. Ich muss echt ein Schild vor meiner Tür hinhängen, wo drauf steht, Hunde haben keinen Zutritt auf dieses Grundstück. Klingelmännchen. So. Die Kamera ist geil. Einfach so die Kamera drauf gehalten. Ah, nice, Junge. Oh mein Gott. Ja, das kommt halt nicht so nice, ne? Ich meine, guck mal, ich bin ehrlich. Als ich das damals als Kind gesehen habe, ne, also viel, viel jünger, dachte ich mir auch so, okay, ja, nee, boah, krass, so, ne, der kommt vor Haustür und sowas. Aber mittlerweile, desto älter du wirst, desto mehr denkst du dir so, irgendwie fühlt sich das nicht mehr gleich an, so eine Aktion. Versteht ihr, was ich meine? Es ist nicht mehr das Gleiche. Man ist nicht mehr so in der Meinung, dass das halt so wirklich
aussagekräftig ist, weil man ganz genau weiß, dass keiner, ne, dass jede Person, die jemals so eine Aktion mal gemacht hat, ist eigentlich gar nicht darauf ausgewiesen, der Person richtig krass körperlich zu schaden. So, weil wenn du jemanden versuchst, richtig krass körperlich zu schaden, ist das Risiko genauso groß, dass du richtig krassen körperlichen Schaden davonträgst. Versteht ihr? So, und ich glaube, keiner würde für einen Rap-Beef sein Leben verlieren wollen. Das ist einfach die Wahrheit. So, ich glaube, Farid hatte noch was gepostet. Das ziehen wir uns nochmal rein. Lieber Klingelmännchen, schade, dass du nicht gekommen bist. Ich habe hier noch eine Stunde gewartet. Es ist kalt, aber ich bin am Fasten und ich bin heute zum Essen eingeladen. Also ich bin jetzt gleich nicht mehr da. Aber wir sehen uns bestimmt nochmal. Schönen Tag dir noch. So, das war die Angelegenheit zwischen Farid Bang und Bösemann. Werden wir auf jeden Fall weiterhin beobachten, war auf jeden Fall interessant zu sehen. Ich würde sagen, diese Aktion hat definitiv den Sonntagabend gerettet. Sehr, sehr wichtig. Und ich würde sagen, als nächstes ziehen wir uns das Aufstieg und Fall von Thilo rein. Mister, die Person, die mich vor circa mehr als einem Jahr abstechen wollte, der ich nur so ganz, 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 ganz knapp entrannt bin. Und mich heute glücklich schätzen kann, dass ich überhaupt noch unter euch weilen darf. Ich bin mal gespannt, ne? Wir haben damals auf Thilo oftmals reagiert. Ich habe sehr viele Sachen so um ihn herum mitgekriegt, ne? Über die berichtet wurde, seine Problematiken und sowas. Ne? Ich würde einfach sagen, wir ziehen uns das Ding rein. Ist auf jeden Fall, wird wahrscheinlich ein sehr interessantes Video sein. Thilo gehört seit einigen Jahren zu den kontroversesten Persönlichkeiten der deutschen Musikindustrie. Mit Texten über seine Drogenexzesse und Sucht platzierte er sich abermals in den deutschen Charts und stieg zu einem der neuen Stars am Rap-Himmel auf. Thilo galt als einer der gehyptesten Künstler Deutschlands, doch sein Image bröckelte mit der Zeit ein wenig. Thilo soll Jugendliche in die Sucht treiben, Fans hintergehen und keinerlei musikalisches Talent besitzen. Doch harte Zeiten tun sich auszahlen. Doch wie kam es eigentlich zu seinem Erfolg? Schließlich lebte Thilo kurz vor seinem Durchbruch noch in einem vermoderten und verlassenen Haus und schien an seiner Drogensucht zugrunde zu gehen. Alles rund um seinen Aufstieg, seine Skandale und die vermeintlichen Gründe für seinen bevorstehenden Absturz erfahrt ihr heute in diesem Video. Aber fangen wir mal von vorne an. Thilo Pannier wurde 2001 mit 0 Jahren in Itzehoe geboren und wuchs im ländlichen Legerdorf auf. Thilos Heimat hat zwar nur 3000 Einwohner, Zugang zu Drogen gibt es heutzutage aber überall und so rauchte er mit 14 seinen ersten Joint und nahm im Alter von 15 Jahren seine ersten Pillen ein. Er wurde in seiner Jugend nämlich eines Abends auf der Straße überfallen und zusammengeschlagen und danach traute er sich aufgrund der Panik und Ängste selten raus. Über das Internet fand er dann heraus, dass Benzodiazepine gegen seine Symptome helfen würden und da traf es sich gut, dass sich im Medikamentenschrank seiner Mutter Diazepam befand. Doch trotzdem sollte Thilo im Alltag weiterhin mit Panikattacken... Schade, ja. Das sind so Sachen, da finde ich nichts Witziges dran oder sonst was im Gegensatz. Das tut mir dann schon wirklich sehr leid, weil das ist ein sehr, sehr trauriger Anfang in die Sucht, ne? Ist ja teilweise aus Panik, Zustandsängsten, gibt es 30.000 mal gesündere Arten und Weisen, diese Ängste zu bekämpfen. Eines der gesündesten Arten, ne, wenn man angegriffen wurde im jugendlichen Alter und sich hilflos gefühlt hat, ist der Weg des Kampfsports, ne, die Kunst des Selbstverteidigens. So, dadurch entwickelt man auch viele verschiedene gesunde Charakteristiken. Aber das ist natürlich der harte Weg, ne? Das ist natürlich der harte Weg, weil das dauert dann. Haben. Das ging irgendwann sogar so weit, dass er zu Vorstellungsgesprächen nicht erschienen ist und er bei einem simplen Telefongespräch Herzflattern und Schweißausbrüche erlebte. Thilo befand sich also in einem Teufelskreis zwischen steigendem psychischen Problem und steigendem Drogenkonsum wieder. Da er aus dieser Abwärtsspirale nicht rauszukommen schien, verbrachte Thilo einen großen Teil seines Alltags auf Drogen zu Hause, anstatt zum Beispiel arbeiten zu gehen. Dieses Verhalten nahm seine Mutter dann zum Anlass, Thilo im Alter von 18 Jahren vor die Tür zu setzen und von hier an lebte Thilo an einem Ort, den er bis heute als Baustelle betitelt. Denn Thilo konnte nach dem Rauswurf glücklicherweise einen Weg finden, ein Dach über dem Kopf zu haben. Sein Vater hatte für 5000 Euro ein großes, aber dafür extrem runtergekommenes und vermodertes Haus gekauft, um das komplett zu renovieren. Dementsprechend war das Haus eine komplette Baustelle. Es gab ein... Geisteskram, 5000 Euro für ein Haus, der... Prinzip hat der Vater dann einen super Schnapper gemacht. Klar musst du so in sowas rein investieren, aber... Wenn es auch nur ansatzweise bewohnbar ist, steigt der Wert gefühlt ins deutlich fünfstellige, ne, 100%. Aber ist auch prinzipiell die beste Bühne, deinen Sohn, ne,
also sozusagen ein eigenes Crackhaus zu geben. Einzigen Raum, der halbwegs belebbar war, doch auch in diesem Raum waren die Lebensbedingungen ziemlich miserabel. Zum Duschen musste Thilo damals beispielsweise Wasser erstmal in einem Boiler aufwärmen, heizen war im Winter auch nicht so ganz möglich und in jeder Ecke hatte sich neben Schimmel auch gleich mehrere Insekten- und Rattenpopulationen gebildet. Und auch zu essen hatte er kaum, denn das wenige Geld, das ihm monatlich zur Verfügung stand, gab er meist für Drogen aus. Die Lebensumstände auf der Baustelle konnte man nämlich nur ertragen, wenn man sich komplett die Sinne betäubt. Digga, ich habe auf einer Baustelle gelebt mit Ratten und so, nichts gefressen, alles war am Schimmeln und so. Aber egal, Bruder, du hast 8 Pillen im Kopf jeden Tag, ist alles gut, Digga, ist alles easy, mach ich alles. Vergisst alles in deinem Leben, bist kompletter Zombie. Aber woher kam das Geld für die Drogen eigentlich? Musik. Mhm. Schon mit 16 fing Thilo auf Teamspeak mit dem Freestylen an und auch auf der Baustelle baute Thilo tatsächlich sein Mikrofon und Laptop auf, um an seiner Musik weiter zu feilen. 2018 und 2019 veröffentlichte Thilo dann Songs, EPs. Ich meine, am Ende des Tages, true as that, ne? Das ist eine Sache, die ich an Thilo prinzipiell true fact ist. Ich glaube, innerhalb meiner ersten Reaktion habe ich schon gesehen, dass das, was er teilweise in seinen Texten verarbeitet, einen sehr, sehr großen Bezug zu der Realität hat, okay? Über Drogen zu rappen, über Drogen teilweise deine Erfahrung, deine Emotionen wiederzugeben. Irgendwie hast du als Zuschauer oder Zuhörer immer das Gefühl, und du hast dieses Gefühl dafür, wenn du weißt, jemand spricht hier wirklich die Wahrheit und ist wirklich richtig komplett im Kopf voller Drogen. So, das ist einfach ein Gefühl dafür. So, und bei ihm hatte ich nie das Zweifel daran, das war so eine Sache, die ich an Thilo nie angezweifelt habe, dass er uns theoretisch gesehen einfach was vormacht, dass er aus einem guten Stadtviertel kommt, gut aufgezogen wurde, dass es ihm einfach immer gut gegangen ist. Nein, ich glaube, das hast du generell schon bei Thilo gesehen, dass er wirklich im Leben starken Struggle gehabt hat, so, und man kann sagen, was man will, es ist aber auf jeden Fall authentisch. Mixtapes wie am Fließband. Er verdiente rund 500 Euro brutto im Monat, wovon laut eigenen Aussagen rund 80% für Drogen draufgingen. Kein Wunder also, dass neben emotionaleren Nummern sich ein Großteil der Songs um Drogen drehte. Um Thilo sah es also nicht sonderlich gut aus. Schließlich war er immer noch ein Drogenabhängiger, der zwischen Ratten und Schimmel ein paar hundert Euro auf Spotify machte, um seinen Konsum irgendwie zu finanzieren. Thilo befand sich in einem endlosen Teufelskreis zwischen Konsum und psychischen Problemen. Und die Geschichte eines verwahrlosten Drogenabhängigen würde normalerweise auch genau hier enden. Doch ein simpler TikTok-Trend sollte sein Leben komplett verändern. Auf der Baustelle entstanden gleich 2 Hits, die Thilos Leben während der Corona-Zeit um 180 Grad wenden sollten. Der Song Ordentlich ging nämlich einige Monate nach Veröffentlichung durch einen TikTok-Trend durch die Decke und mit Crashen landete er kurz darauf einen zweiten Hit, der auf Spotify mittlerweile fast 100 Millionen Streams hat. Aus dem Nichts stand Thilo als Headliner vor tausenden Leuten auf der Bühne und arbeitete kurz darauf mit dem wohl bekanntesten Producer-Team Deutschlands an einem Song, der Geisteskrank, ne? In einem Moment bist du kurz davor, eigentlich die typische Junkie-Story zu erfüllen, ne? Indem man sagt, ambitionierter Musiker, der unter Drogensucht gelitten hat, hat sich selber, ne, hat Überdosis erlitten und ist verstorben. So. Und auf einmal durch irgendeine Sache, durch irgendein kleines TikTok, ein unbedeutsames TikTok, verändert sich deine ganze Welt. Und du kannst auf einmal deinen kompletten Traum ausleben. Und all das, was du davor gemacht hast, was man von außen hin sehen würde, sagen man würde, okay, das ist Versagertum, ne, würden jetzt auf einmal Leute sagen, das ist eine künstlerische Ader, das ist inspirierend, das ist dies, das ist das. So ist halt die Welt. Manche Life-Stories enden als Tragödie, manche Life-Stories als Erfolgsgeschichte. Thilos Durchbruch endgültig manifestieren sollte. Mit Mixo und McCloud kreierte er nämlich einen Sommerhit, der ihn landesweit bekannt machte. Sehnsucht hat heutzutage über 150 Millionen Streams auf Spotify, ging Platin und hielt sich ganze 69 Wochen in den Charts. Thilo hatte es also geschafft. Durch die Hits von der Baustelle wurde er landesweit bekannt und konnte nun endlich in einer normalen Wohnung leben. Und dieser Schritt wurde natürlich mit einem weiteren viralen Hit verewigt. Thilo war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Er nahm sich Emo-, Rock- und Punk-mäßige Gitarrenbeats und redete mit seiner kratzigen Stimme einerseits über seinen Weltschmerz, andererseits über Party und Exzess. Die Formel hatte bereits in den 90ern bei einigen Bands geklappt und so war es auch bei Thilo. Außerdem schien er genauso wie die damaligen Bands eine Kein-Fick-Attitude an den Tag zu legen und während viele genau das an ihm feierten, wurde das von Kritikern als sehr problematisch eingestuft. Denn auf einen seiner Songs rappt Thilo zum Beispiel davon, wie er einer Dame eine Pille ins Glas schmeißt, weshalb seine Texte von einigen Kritikern als ziemlich gefährlich angesehen wurden. Friedel von der Puls Musikanalyse.
Meine Güte. Deutschrap, hör mal, Hip-Hop war immer schon das Sprachrohr für kompromisslose Aussagen. Das heißt, nicht darauf basieren, politisch korrekt zu sein oder zu sagen, okay, ich will nicht, dass diese Community sich von der Aussage getriggert wird oder diese Community von der Aussage getriggert wird. Es gibt, Hip-Hop war immer das Sprachrohr für I don't give a fuck, was du denkst. I don't give a fuck, wie du es hältst. I don't give a fuck, ob du es gefällst. So, es ist diese gewisse Ignoranz und Arroganz. So. Die am Ende des Tages das Genre so attraktiv und belebbar gemacht hat. Hat Tilo daher auf die potenziellen Gefahren durch seine Vorbildfunktion angesprochen. Und Tilo sagte dazu Folgendes. Und ich habe das immer so gemacht und ich werde das auch weiter so fahren. Ist mir egal, also ich bin nicht dafür zuständig, was irgendwelche Kids machen. So, dafür gibt es Eltern und so, keine Ahnung. Doch das sollte nicht der einzige Kritikpunkt sein. Besonders angegriffen wurde Tilo dafür, dass seine Texte und sein Verhalten auf Social Media und in der Öffentlichkeit Jugendliche dazu animieren könnte, ihm diesen Lifestyle nachzuleben. In seinen Texten ging es oft um Drogenexzesse, seine Posts auf Social Media und Vlogs zeigten ihn mit Opiaten, Benzos, Alkohol, Weed und anderen Drogen und auf der Bühne war er oft nicht wirklich nüchtern. Dieser Kritikpunkt hält sich bis heute und vor rund 1,5 Jahren sagte Tilo dazu Folgendes. Leute sagen auch immer, ich glorifiziere die Drogen so hart, Bro, hört doch mal meine Musik, Digga. Es ist immer nur, dass Drogen scheiße sind, dass Drogen mein Leben zerstören, Digga, dass ich Gift bin von Drogen, Digga, und dass ihr alle bitte keine Drogen nehmen sollt, Digga. Ey, jetzt gar nichts gegen Tilo, aber das ist doch Quatsch, was er gerade sagt. Also, es wird doch niemand ernsthaft behaupten, dass Tilo nicht drogenverherrlichend wäre. Come on, Alter. Auf diese Tipps. Es ist ein Unterschied, versteht ihr? Es ist ein Unterschied. Es gibt halt ein, du kannst es nicht so sagen, wie Rezo es gesagt hat, dass man sagt, ohne irgendeine Line zu nehmen oder irgendeine Art von Track, wo man ganz klar raussehen kann, dass er Drogen verherrlicht, einfach ihn als ein Künstler abzustempeln, der Drogen verherrlicht. Weil, wenn er mitten in einer Drogensucht ist, ne, und prinzipiell auch seinen Lifestyle damit kombiniert, so, und das auf Papier bringt, einfach nur das, was bei ihm stattfindet, eine Pille runter, Clubauftritt, mit der Chaya nach Hause gehen, ein bisschen Chakalaka, bam, bam, so. Und er packt es halt auf diese künstlerische Art in einem Track, ne, macht das Ganze natürlich auch so, dass es hörbar ist, dann tut er nicht am Ende des Tages die Drogen verherrlichen, er tut am Ende des Tages nur das replizieren oder euch, er tut euch nur einen Einblick auf sein Leben geben. Ich kenne einige Songs von ihm, wo er sehr negativ über die Thematik Drogen am Rappen ist, aber ich denke, als Künstler, glaube ich, hier und da mal hat er sich definitiv schon mal dahin gerissen, das ganze Drogenthema doch in ein positiveres Licht zu stellen, als es eigentlich sein sollte. Sagen wir so. Artig werde ich im weiteren Verlauf dieses Videos nochmal zurückkommen, aber trotzdem würde ich von euch gerne jetzt schon mal wissen, welcher Seite ihr hier eher zustimmt. Wirkt Tilo eher drogenverherrlichend oder eher abschreckend? Für mich eher, es ist nichts von beiden. Er wirkt nicht abschreckend, weil du kannst sagen, abschreckend darauf, wie er sich manchmal gibt, teilweise komplett weggeballert und mit einem Auge zu, einem Auge auf, das ist abschreckend. Du kannst aber auch nicht sagen, verherrlicht, weil da würde der zum Beispiel sagen, dass er seine Designer-Klamotten anzieht und dass er generell sein Bling-Bling zeigt. Er tut ja dann müssen, manche könnten dann sagen, ja, natürlich, guck mal, er zeigt seine Drogen, er zeigt das, was er hat, er assoziiert das und nach dem Motto, mit Drogen kannst du erfolgreich werden. Beides ist ja nicht, glaube ich, mit einem gewissen Bewusstsein, ne? Es ist ja am Ende des Tages nur das High und das Down, was der Drogentrip ist, ne? Eines Musikers, ganz, ganz wichtig, eines erfolgreichen Musikers, sind diese Low Days, ne, wo er halb tot wirkt und diese High Days, wo er ein Hitsong nach dem anderen ballert. Ich glaube einfach, dass er am Ende des Tages einfach nur widerspiegelt, wie er lebt. Und da manchmal einfach auch nicht, dadurch, dass er nun mal jemand süchtig ist, gar nicht in der Lage ist, diese Perspektive einzunehmen, bin ich das oder bin ich dies. Weil es ist bei ihm einfach authentisch. So, ich glaube, er tut für mich beides nicht, um ehrlich zu sein. Mir das gerne mal in die Kommentare. Tilo stand also schon während seines Durchbruchs ein wenig in der Kritik, doch erfolgstechnisch ging es 2022 in nur eine Richtung, und zwar steil bergauf. Tilo sammelte fleißig Chartplatzierungen und Gold- und Platinplatten ein und war deshalb auch einer der Headliner auf dem Splash Festival. Doch das lief eher weniger gut. Ah.
I'm gonna break my monitor, I swear. Denn Tilo hatte als einer der gehyptesten Newcomer das Pech, dass der Auftritt in Top-Qualität und voller Länge von Arte auf YouTube hochgeladen wurde. Und das Arte-Video schlug einige Wellen. Tilo wurde in der Kommentarspalte und auf sämtlichen Social-Media-Plattformen auseinandergenommen. Was macht denn der, Alter? Arte nahm das Video... Stimmt, mein Video ist nicht mehr da. Ich hab's voll vergessen, ja. Ich musste das ja damals löschen. Die ganze Thematik um Tilo um mich herum ist ja weg auf YouTube. Das waren so gute Videos, ne? Geisteskrank. Aufgrund des Hates von YouTube wieder runter und einige Rapper schossen gegen Tilo und die neue Generation an Deutschrap-Künstlern. Auf der Bühne nur so Kinder, alles so Shisha-Kohle-Wechsler, kennst du? Die waren gestern noch im Café Shisha-Kohle wechseln, heute stehen die auf der Splash-Bühne. Ich sag, 95% der Leute, die aufgetreten sind, ne, 95%, ne, gehören einfach offiziell nicht auf eine Bühne. Wie ihr bei Manuelsen raushören könnt, ging es irgendwann aber gar nicht mehr allein um Tilo, sondern um etwas viel Größeres. Es entstand nämlich eine Grundsatzdebatte zwischen Alter Garde und New Wave darüber, was einen guten Rapper und einen guten Auftritt eigentlich ausmacht. Muss ein Artist auf der Bühne seine Texte ohne Playback perfekt durchrappen können, um ein guter MC zu sein? Oder macht der Künstler alles richtig, solange die Crowd eine gute Zeit hat, auch wenn die Performance an sich komplett schwammig war? Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare, aber kommen wir zurück auf Tilo. Der Hate gegen ihn ging über die Grenzen der deutschen Rap-Szene hinaus. Denn nicht nur Hip-Hop-Fans, sondern auch Rock, Pop, Metal und Schlager-Fans sprachen sich negativ gegenüber der Bühnenperformance von Tilo aus. Doch es gab auch Rückhalt, denn neben Flair hielt auch Sido eine schützende Hand über Tilo. Rapper wie Sido hatten jahrelang Zeit, ihre Performance vor kleineren Crowds nach und nach zu steigern, bevor sie mit steigendem Hype auf die großen Bühnen kamen. Wegen Corona hatten Künstler wie Tilo kaum Bühnenerfahrung und das machte sich hier eben bemerkbar. Und besonders aufgrund des Arte-Mitschnitts hatte das eben starke Auswirkungen. Kollega wurde beispielsweise nach seinem ersten Splash-Gig ebenfalls zerrissen, da er das Mikrofon aufgrund mangelnder Bühnenerfahrung falsch an den Mund hielt. Doch bei Tilo kam eben der professionelle Mitschnitt von Arte und die Weiterverbreitung durch das moderne Social Media dazu und deshalb ging dieser Flop über die Grenzen der Deutschrap-Szene hinaus und damit deutlich viraler als damals bei Kollega. Zudem fehlte es Tilo auch einfach an einem Mentor, der ihn bei der Vorbereitung auf einen Auftritt unterstützt und gleichzeitig erklärt, wie man die Crowd anheizt und die Bühnentechnik richtig auf seine eigene Musik abstimmt. Da Tilo damals so ziemlich alles alleine mit seinem engsten Umfeld und ohne großes Backing machte, wurde die Lautstärke und das Autotune eben komplett falsch eingestellt. Zudem erklärte Sierra Kid, der damals auch teilweise an Tilos Management beteiligt war, warum Tilo komplett neben dem Beat rappte. Aufgrund nicht funktionierender Technik hörte er seine Songs nicht durch seine In-Ears, sondern durch die Reflexion von den Boxen. Da diese Reflexion aber einen Delay mit sich bringt, da der Schall sich ja erst einmal weg von Tilo bewegt, bevor er in seine Richtung zurückreflektiert wird, grölte er seine Lyrics eben deutlich zu spät ins Mic. Aber genau hier lag für viele Fans das große Problem. Die Artists bekommen eine gute Gage und die Zuschauer zahlen viel Geld für die Auftritte. Dementsprechend wird dann auch ein professioneller und qualitativ hochwertiger Auftritt Ganz genau. Splash bietet dir die Bühne. Ne? Splash bietet dir, geschweige denn, die Chance auf einen, als Newcomer, ne, bei so, vor so einer Crowd dich zu zeigen, dein Talent zu zeigen und zu zeigen, dass du nicht nur dieser Spotify-Künstler bist. Das ist eine große Chance in einer noch sehr jungen Karriere, für die die Old Heads teilweise gefühlt ein Jahrzehnt arbeiten mussten. Versteht ihr? Das heißt, das kommt den heutigen Künstlern auch viel, viel einfacher. Und da musst du halt jegliche Chance, dass das Ding nicht so läuft, wie du es möchtest, muss auf Null gesetzt werden. 100%. Andererseits schien ein großer Teil der Crowd trotzdem eine sehr gute Zeit zu haben. Und das bringt uns wieder zu der grundlegenden Frage, was einen guten Auftritt überhaupt ausmacht. Auch wenn Tilo sich sein Versagen eingestand und sein Auftritt am zweiten Splash-Wochenende deutlich besser ablief, Tilo galt als der damals wohl erfolgreichste New Wave Artist von diesem Moment an für viele als ein Symbol für eine schlechte Entwicklung in der Musikkultur. Und genau deshalb wurde er von vielen immer wieder kritisch beäugt. Nicht lange nach dem Splash-Auftritt wurde zum Beispiel dieses virale Video hochgeladen. Seine Stimme hört sich tatsächlich besonders an. Besonders geschändet, was nach jahrelangem Drogenkonsum auch ein erwartbares Resultat ist. So klingt seine Stimme nämlich, wenn man all die Effekte mal ausschaltet. Doch harte Zeiten tun sich auszahlen. Ich erinnere mich an Zeiten Brian damals. Kein Gucci, kein Prada.
Eigentlich rappt Tilo in diesem Clip nur die High Vocals für die Hook ein und die klingen bei so einigen Rappern und Musikern heutzutage grauenhaft. Ja, also ich kenne auch Aufnahmen von Ufo und sowas, das klingt einfach grässlich. Von AZ kenne ich auch welche, grässlich. Das gehört auch dazu. Also da bin ich, wenn man jetzt bei Tilo so derbe den Finger drauflegen würde, könntest du das Gefühl bei der halben Szene machen. Aber da das Video hier aus dem Kontext gerissen wurde, verstärkte sich eben der Eindruck, dass es heutzutage nichts außer einen guten Producer braucht, um im Musikgeschäft erfolgreich zu sein. Oft wurden bei Tilo Fakten verdreht oder Sachen aus dem Kontext gerissen, manchmal hat Tilo aber wirklich selbst reingeschissen. Solche katastrophalen Lines zusammen mit aus dem Kontext gerissenen Clips sorgen natürlich für großen Unmut in der Deutschrap-Szene. Dazu kam dann noch der Danny-Skandal, zu dem ihr hier jetzt etwas eingeblendet seht, ein Doxing-Skandal. Ja, der Danny-Skandal, der war geisteskrank. Also da ging es darum, dass er damals einen guten Freund gehabt hat. Die haben gemeinsam auf diesem Kollegen seinen YouTube-Kanal gemeinsame Videos hochgeladen. Es ging darum, um halt prinzipiell halt einfach Vergewaltigung, und irgendwie der Kollege hatte auch anscheinend vor Gericht gestanden, ne, dass er eine 17-Jährige, wie es hier auch stand, so, und halt der Freund oder der Kollege von Chilo hatte ihm halt versichert, dass er unschuldig ist, so, und halt teilweise genau, also da trifft meiner Meinung nach kaum die Schuld Chilo, also gar nicht, um ehrlich zu sein, ich habe auch damals, als ich das Video thematisiert habe, Chilo kaum mit einbezogen, ne, weil wie gesagt, ich bin der Meinung, die Fehler eines anderen Mannes, die muss man selber tragen. Und an dieser Stelle ist es definitiv Danny gewesen. So, 100%. Ein Doxing-Skandal, zu dem ihr hier jetzt etwas eingeblendet seht und die wiederkehrende Debatte. Stimmt, er hatte jemand mal gedoxt, ne? Geistkrank. Über die Drogen. Allerdings schien sich gerade in dieser Beziehung einiges zu ändern. Während Tilo nämlich in alten Interviews noch sagte, dass er nicht glaubt, von Codein oder Oxycodon abhängig zu werden, gestand er sich mit der Zeit ein, dass er neben seinem Entzug von Benzos auch etwas gegen seinen Opiatkonsum machen muss. Denn Drogen rückten in seinen Texten und auf Social Media nach und nach in ein negativeres Licht. Auf Instagram posiert er beispielsweise seltener mit Drogen und in Livestreams klärt er häufiger über die Schattenseiten des Konsums und seinen Entzug auf. Des Weiteren nimmt er auch kein Blatt vor dem Mund, Rapper und Influencer zu kritisieren, die in letzter Zeit E-Zigaretten bewerben oder selbst auf den Markt bringen. Zusätzlich gibt es auch Tracks wie Sucht, in dem die Drogen ganz klar in ein negatives Licht gestellt werden. Auch wenn einige das trotzdem irgendwie missverstanden haben. Bist du scheiße, die ich wirklich seit langer Zeit gehört habe. Seine Transparenz und die ehrlichen Einblicke in sein Verhältnis zu den Drogen muss man ihm wirklich hoch anrechnen. Besonders weil ihm laut eigenen Aussagen von den Major-Labels oft davon abgeraten wurde, sein Junkie-Dasein so offen und ehrlich zu kommunizieren. Tilo möchte eben real und transparent sein und daher hat er ganz im Gegensatz zu anderen Rappern der neuen Generation auch Ecken und Kanten. Er ist einer der wenigen Newcomer, der Disses von der alten Garde nicht einfach ignoriert, sondern auf Social Media, in Interviews oder auch musikalisch reagiert. Tilo hat keine Angst vor Kontroversen durch Beefs oder der Drogenthematik und dieses Verhalten steht im starken Kontrast mit einigen Newcomern, die er immer wieder als Industry Plants bezeichnet und damit für ihre glattgeschliffene Korrektheit kritisiert werden. Allerdings gehen diese positiven Aspekte immer wieder in der alten Drogendiskussion unter. Tilos Versuche, clean zu werden, waren bisher ziemlich unerfolgreich und das ist unter anderem auch der Grund, warum besonders in den letzten Monaten immer wieder Newsartikel auftauchten, die Tilo den baldigen Untergang prophezeiten. Entweder verschwinde er bald in der Irrelevanz oder er zerstöre sich bald selbst mit den Drogen. Unter den Berichten oder Social Media Posts, in denen das behauptet wird, kann man immer wieder gehässige Kommentare lesen, in denen sich Ich bin zum Beispiel keiner, der jemals Tilo gewünscht hat, nicht erfolgreich zu sein oder geschweige denn, dass der Erfolg bei ihm stoppt. Das sind so Sachen, das hat nichts mit Old Head oder irgendwas zu tun, das ist einfach nur missgönnerische Ader und teilweise eifersüchtig sein auf jemand anderen sein Leben. Ne? Über Tilos Entzugsversuche lustig gemacht oder Charakterschwäche vorgeworfen wird. Es macht mich persönlich immer wieder traurig zu lesen, was sich manche Leute unter einer Sucht und einem Drogenentzug scheinbar vorstellen. Für einen suchtkranken Menschen ist es schwierig, überhaupt zu bemerken und sich dann auch einzugestehen, dass man ein Suchtproblem hat und Hilfe benötigt. Und genau das hat Tilo ja schon geschafft, ganz im Gegensatz zu anderen Rappern. Da er sich als Rapper in einer besonders drogenfreundlichen Szene bewegt und durch seinen Beruf das Umfeld nicht so leicht ändern kann, kommen nochmal ganz andere Variablen ins Spiel, die so einen Entzug erschweren können.
Und dann kommt noch dazu, dass er ohne Benzos oft nicht mit der Panik und den Ängsten vor seinen Auftritten klarkommt. Sein Lebensunterhalt ist teilweise einfach von Xanax abhängig. So ein Entzug kostet auch einfach unfassbar viel Energie. Ich habe euch für Benzos und Opiate mal die Symptomatik eines Entzugs eingeblendet und diese sind mitunter dafür verantwortlich, dass bei beiden Klassen die Rückfallraten extrem hoch sind. Tilo hat zumindest, so wie das sich in Livestreams anhört, auch einen kalten Benzo-Entzug probiert, wovon hier in den USA zumindest immer abgeraten wird, weil man hier neben schweren Halluzinationen auch starke epileptische Anfälle erleiden kann. Und ähnliche Symptome hat Tilo laut eigenen Aussagen im Livestream schon am eigenen Leibe erfahren müssen. So ein Entzug ist also alles andere als ohne und deshalb ist es immer wieder schade zu sehen. Es gibt manche Drogen, wenn du einen kalten Entzug machst, kannst du davon sterben. Ja? Das heißt, du musst immer die Menge reduzieren mit der Zeit und da langsam den Körper angewöhnen, dass er immer weniger davon kriegt. Aber wenn du von heute auf morgen entscheiden würdest, aufzuhören, könntest du tatsächlich sogar daran sterben, was geisteskrank ist. Was zeigt einfach nur, wie das zu dem Zeitpunkt der Körper prinzipiell einfach nur noch funktioniert wegen den Drogen. Das ist insane, wenn man darüber nachdenkt, ne? Wie Leute auf Social Media bezüglich Tilo von Charakterschwäche sprechen. Das glaube ich dir gerne. So, Leute. So, das war die Reaction zu dem Ganzen. War auf jeden Fall ein cooles Video. Wie gesagt, an Tilo an dieser Stelle. Viel Gesundheit. Inshallah kommt er von den Drogen weg. Und inshallah kann er genau seine Qualität, die er in den letzten Jahren gedroppt hat, beibehalten und nicht dieses Schicksal erleiden von vielen Künstlern, dass wenn sie clean werden, dass die Musik einfach dadurch deutlich schlechter wird. Weil das ist ja dieser Teufelskreis, in dem man sich bewegt, weil man denkt, einfach die Drogen sind dafür verantwortlich, dass ich überhaupt gute Musik mache. Ich hoffe, das passiert ihm nicht. Ich hoffe, er kommt clean. Ich hoffe, er wird noch erfolgreicher. Alles Gute an den Jungen. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Peace.